So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the letzte Mal. Hoppala, ich habe mich. So, das letzte Mal haben wir uns dazu entschieden, jetzt zum Finale zu gehen. Denn ich kann aktuell nicht viel anderes mehr machen. Es fehlt zwar noch, ich zeige das mal kurz, hier unten dieses Gerüchtding, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe jetzt halt die Hoffnung, dass es vielleicht durch das hier oben irgendwie noch einen Teil hier freischaltet. Vielleicht ist ja hier noch ein großer Abschnitt, so, keine Ahnung. Dass man von da oben so in die Ruinen kommt. Wäre ja denkbar. Ich weiß es nicht. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Erstmal hier oben noch aufdecken, das möchte ich noch machen. Ja, dann gucken wir mal, was uns hier so erwarten wird, ne? Den Weg kennen wir ja schon. Habe ich gut gemacht. So. Hallo? Hä? Ich kann den gerade nicht aktivieren. Hä? Bin ich nicht nah genug dran oder was ist mein Problem? Jetzt, halt, das ging da hoch in die Richtung. Und dann hier hin. Und dann hier hin. Genau. So, und jetzt will ich aber mal wissen, was da oben über mir noch ist. Da muss man ja auch noch irgendwie hinkommen. Oder komme ich da gar nicht hoch? Nee. Da komme ich gar nicht hoch aktuell, ne? Nee, nicht mal ansatzweise. Okay, dann komme ich da im Moment nicht hoch. Keine Ahnung. Irgendwas wird da bestimmt noch sein. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist da bestimmt noch. Aber gut, egal. Wir gehen jetzt erstmal rein. Komm, was soll's? Alle vier Irrlichter sind hier. Wir haben es geschafft. Das Herz des Waldes ruht im Innern. Das Licht der Geisterweide kann öffnen, was lange verschlossen war. Das wird jetzt sowieso nochmal ein ziemlich langer Abschnitt mit Sicherheit werden. Wie es immer bei den Final-Ori-Parts so war bisher. Oh, komme ich hier vielleicht hoch? Zu dem, was ich meinte? Nee, auch nicht, ne? Nee, okay, egal, wir gehen rein. Oha. Nur die Irrlichter kannten den Weg voraus. Um zurückzubringen, was verloren gegangen war. Schaut euch an, wo wir sind. Schaut euch an, wo wir sind. Es gibt hier einen Abschnitt. Es gibt einen Abschnitt. Alles klar. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Dann bin ich jetzt schon viel beruhigter, dass wir alles noch finden werden. Ja, ich wollte sagen, im Original, also im ersten Teil, den ich jetzt halt mal frech als Original bezeichne, im ersten Teil war es ja ein Vulkan, hier ist es jetzt so eine Ruine. Finde ich auch cool. Okay, hier oben ist nichts. Ich will mir gleich alles sehr gut angucken. Ja?
erklärt sich von selbst. Ey, das sieht schon sehr cool aus. In allen Ländern bleibt es immer gleich. Für jeden Geisterbaum ein Licht und für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht. Das Licht allein ist nichts ohne sein Gefäß. Bisher ist es aber mehr zu gucken. Bisher ist noch keine Herausforderung. Das macht mir ein bisschen Sorge. Oh, da ist der Verfall. Da ist der Verfall. Aber während das Licht ewig ist, kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde und ihre Zweige kahl, konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen. Es zerbrach und wir wurden zu Irrlichtern, unser einstiger Glanz erloschen. Moment. Konnte ich hier noch auch irgendwo runter? Das geht nicht kaputt, oder? Ach, ich drück immer die falschen Tasten. Es ist so grausam. Nein, okay, da geht noch nichts. Aber wir... Ja, okay, wir gehen ganz langsam, gehen wir hier runterwärts. Ganz langsam gehen wir hier runterwärts. Okay, okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Da ist der Schalter für den... Okay, da ist der Schalter für das Ding. Gut. Bisher ist es wirklich so einfach so... Wir gucken uns im Tempel um. Es ist noch kein richtiges Level. Aber es ist auch gut, weil ich bin gerade gar nicht so auf... Ich muss jetzt keine Action haben im Moment. Es ist gut, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Es ist gut, wenn es ruhiger ist. Ich raub nur so ein bisschen aus, das ist alles. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diesen Weg, weil hier halt solche Dinger hängen, ne? Dass wir das alles nachher hochfliehen müssen. Dass wir dann von unten wieder nach oben verfolgt werden, weil, keine Ahnung, Sand steigt, was weiß ich. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dass wir hier alles nachher wieder nach oben fliehen müssen. Das nächste Bild. Oh Gott. Die Kinder der Weide, die Geister von Niven, litten unter dem Verfall. Das sind wir. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und alles schien verloren. Also nicht wir, aber halt Geister wie wir, ne? Sieht man ja. Langsam. Ich will nichts verpassen. Okay, das geht gar nicht kaputt. Okay, aber auch, guck mal, das ist alles so hier, ne? Das ist alles jetzt völlig egal, aber wenn ich nachher dann hier fliehen muss, ich muss hier nachher sowas von fliehen, das sehe ich doch jetzt schon. Das wird hier gleich alles richtig den Bach runtergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Doch Prophezeiungen sagen, dass Hoffnung kommen würde. Sie würde unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerung an das Vergessene zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden. So wird die Welt geheilt, so wird der Kreislauf fortgesetzt.
Das dürfen wir alles nachher fliehen. Ich will nicht. Wo sind wir jetzt gerade, kartentechnisch? Okay, wir nähern uns. Die Baumeister der Gorlik wussten, dass alle kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier schützen sie das zerbrechlichste aller Irrlichter, das Herz des Waldes. Wir spüren seine Präsenz in der Nähe, Ori. Das Licht wird abermals ganz werden. Ja, und Shriek hat da was dagegen. Weil ihr Herz von Einsamkeit eingenommen wurde. Okay, hier drüben kann ich nichts machen. Ich kann nur nach unten. Ganz langsam. Ganz langsam. Oh Gott. Da drüben ist Sand zum Buddeln. Wo bin ich jetzt? Okay, ein bisschen weiter nach rechts, dann wäre ich an der Stelle, wo es... Oh, ich komme da nicht rüber jetzt. Ich komme von hier aus nicht dorthin. Aber vielleicht so außenrum. Keine Ahnung. Okay, erstmal speichern. Sehr gut. Oh. Ja, da habe ich jetzt wohl den Weg aufgemacht. In der Richtung ist dann gar nichts mehr gewesen. Ach so. Ori macht einfach alles kaputt. Mama? Da unten kann ich hin. Da unten ist so ein Ding, aber wie komme ich da hin? Von hier aus nicht, ne? Nee. Was geht jetzt ab? Das ist das Licht, ne? Geisterweide starb, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin Sire oder keine Ahnung. Die Weide erwartete uns, Ori. Wir müssen gehen. Die Weide erwartet uns, Ori. Wir müssen gehen. Doch der Weg dorthin ist... Ja. Es war so klar. Was ist das denn? Das ist nicht Shriek. Aber ich muss in die Richtung, da ist das Gerücht. Mann, oh. Dann muss ich hier nochmal zurückkehren, wenn das hier vorbei ist. Ich sag dir, wir müssen fliehen. Was auch immer das jetzt für ein Ding ist. Aber das ist jetzt noch nicht mal Shriek. Das hat mit Shriek noch nichts zu tun. Scheiße. Das hat mit Shriek noch nichts zu tun. Das ist erstmal so eine Art Wächter. Keine Ahnung. Oh, Junge! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich glaube, hier unten soll ich nicht sein. Aua. Oh je.
Musik ist schon wieder sehr episch, ne? Mann! Ori, buddel dich doch da rein, Hilfe! Was tust du? Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie weit noch? Ein Fehler und ich bin dead. Ja, wir haben es geschafft, oder? Oh mein Gott. Erfolgsand, Treibsand. Schwitz. Okay, crazy shit hier. Crazy shit hier am Go. Achso, ich muss spielen. Ich muss mich langsam bewegen. Kommt jetzt noch schräg am besten. Oder haben wir jetzt erstmal hier Dinge erreicht? Das ist sie, Ori, die Weide, Mutter des Lichts. Nur der Trauerkamm steht uns im Weg. Oh, wait. Der Trauerkamm? Es gibt noch einen Abschnitt oder was? Ja, crazy. Ach, jetzt bin ich hier oben. Guck mal, jetzt ist der Teil aufgedeckt, siehst du? Das ergibt alles irgendwann immer Sinn. Okay, dann war doch noch nicht Finale. Ich habe das so, hat sich so wie eine Finale angefühlt, aber dann war es erstmal so Vorfinale. Und okay, ja, cool, cool, cool. Ist da drüben noch irgendwas Spannendes? Nee, na, sonst würde ich jetzt nämlich doch erstmal wieder hier zurückkehren. Kann man da jetzt wieder rein? Ja. Ist da drin jetzt irgendwas anders? Schau mal, der ganze Weg, den ich vorhin gedacht hatte, dass das Flucht ist, ist gar nicht Flucht gewesen. Also es ist zwar richtig, dass Flucht gekommen ist, aber anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Wir sind überhaupt nicht hier geflohen. Hier ist noch alles in Ordnung. Obwohl dieser riesige Wurm hier gewütet hat, ist ja alles noch in Ordnung. Okay. Ah, die Bilder sind richtig cool gemacht. Guck mal, das hier habe ich mir als Flucht vorgestellt, aber war nicht. Ist nix Flucht. Ist nix mit Flucht. Auch der Fluchtweg, den sieht man jetzt gar nicht mehr. Das war dann die andere Seite irgendwie, so außenrum.
Ist das... Ja, hier, ne? Das war der Fluchtweg. Jo. Okay, aber dann ist jetzt meine weitere Frage. Abermals, komme ich jetzt irgendwie an dieses Ding hier ran? Ach, jetzt ist hier offen. Ah, siehst du? Das hat der Wurm dann doch schon ausgelöst, dass er hier aufgemacht hat. Und dann kommen wir jetzt vielleicht auch an dieses Kartenfragment-Gedingse hin, oder? Das ist ja auch da drüben gewesen. Kann ich jetzt hier dieses Kartenteil einsetzen oder so? Kartenstein. Yes. Ab dafür. Alle geheim... Oh, das ist, was wir brauchen. Okay, die Tauschquest sorgt dafür. Und jetzt kommen wir nämlich da raus, was ich meinte. Ja, jetzt kommen wir bei dieser Mine raus, genau. Sehr gut. Das ist nämlich, was ich meinte, na, was wir für die 100% brauchen, so eine Markierung, dass alles Geheime aufgedeckt wird. Weil es sonst halt echt schwierig ist. Okay, ja, cool. Ja, richtig cool. Ja, guck mal, hier nämlich. Hier haben wir Gorlek-Erz übersehen. Da geht's schon los. Da haben wir Kugeln übersehen. Da geht's schon los. Unfassbar. Dann holen wir uns doch gleich mal das Gorlek-Erz da oben ab. Dann haben wir jetzt Mission 100%. Und dann ist der Trauerkamm das Finalgebiet. Aber guck mal, wo ist denn hier Gorlek-Erz? Hä? Da oben irgendwas? Was? Das kann man kaputt... Ja, moin! Alles klar. Hätte ich niemals gefunden. Und jetzt da oben noch so ein Kügelchen. Ah, da oben, okay. Gut. Okay, wie komme ich da? Ah, ich verstehe. Ja. Okay, cool. Dann haben wir jetzt Windwüste 97%. Wo fehlt denn jetzt noch was? Wo ist jetzt in der Windwüste noch was eingezeichnet? Was wir nicht gemacht haben. Muss ja hier vor... Da! Okay, direkt bei dem Ding. Gut, dass es direkt am Speicherpunkt selbst ist, finde ich praktisch. Sehr, sehr praktisch. Aber auch wieder witzig, dass ich es nicht gesehen habe. Wo ist denn das? Hä, habe ich mich hier... Ne, hier habe ich runtergebuddelt, da ist nichts. Wait, wo ist denn das? Ist nix.
Seite vielleicht? Von da unten? Oh, was? Ich hatte jetzt nicht vor, zu dir zu kommen. Das war nicht der Plan. Der Vergangenheit geblendet. Wandte sich schräg von der Wärme ab. Excuse me? Ich habe mal eine Frage. Okay, doch, wahrscheinlich... Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt sich teleportiert hätte und nicht hier durchgelaufen wäre, aber genau hier ist ja der Weg zur Trauerweide. Zum Trauerkamm. Man wäre also so oder so definitiv über diese Sequenz gestolpert. Lol. Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Okay. Krass. Also das läutet schon das Finale ein. Haben wir jetzt... Oh, das hat zum stillen Wald gezählt. Ja, stabil. Wo ist denn dann jetzt die 3% Windwüste? Leute, bin ich blind? Oder zeichnet er jetzt nicht... Okay, passt auf. Theorie. Es sind jetzt Geheimnisse eingezeichnet. Lol, hier ist einfach ein Viech, okay. Es sind jetzt neue Geheimnisse eingezeichnet. So wie Gorlek. Guckt mal, was wir alles verpasst haben. Doch, die sind auch eingezeichnet. Ich wollte sagen, aber vielleicht keine Lebenszellen, weil ich die ja extra freischalten muss. Aber doch, die sind auch eingezeichnet. Hä? Und da ist der letzte Samen. Da ist der letzte Samen. Ja, aber dann verstehe ich nicht. Oh, guck mal hier. Das ist... Lol, das ist nochmal ein richtiger Abschnitt. Wir sind noch lange nicht durch. Yo, bis hierhin geht das. Wir sind noch lange nicht durch. Ha, Finale von wegen. Was? Was? Es hat sich so final angefühlt. Gebt euch dieses riesige Gebiet mit 3 Millionen Höhlen und was ist das alles? Was sind das für Symbole? Das werden wir noch rausfinden. Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Ja, krass. Da ist auch nochmal ein Gorlek. Und da ist auch nochmal ein Gorlek. Okay. Das sind nochmal Höhleneingänge. Ach du Schande. Und bis man da erstmal ist, da ist nochmal sogar so ein Bäumchen. Nee, das ist so eine Kampfarena, oder? Nee, ich glaube, es ist so ein Bäumchen. Oder? Warte, wie sehen die Bäume aus? Wie sehen die Bäume aus? Sieht man... Ah, ich glaube, die sieht man jetzt gar nicht mehr, weil ich sie alle abgegrast habe, ja. Ich glaube, das ist so ein Bäumchen, keine Kampfarena. Die Arenen hatten ein anderes Aussehen. Das hier ist so eine Arena.
Holy Mo. Oh mein Gott, Leute, ich bin baff. Aber jetzt trotzdem. Oder heißt es dann. Nee, aber das ist jetzt stiller Wald. Das gehört nicht mehr zur Wüste. Ja, aber wo in der Windwüste ist jetzt noch was? Das hier ist Windbrunnen, da ist nix. Windwüste. Das hier ist doch auch nix. Das ist doch nur so ein Ding. Bin ich blind? Wo sind meine 3%? Ja, okay, keine Ahnung. Ja, gut. Ist jetzt aber auch erstmal völlig egal eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Dann will ich jetzt mal gucken, was hier mit der Person hier ist. Dafür muss ich hier rein, oder? Gibt es einen schnelleren Weg? Nee, ich denke, das ist der Weg, ist am schnellsten. Let's go! Ja, krass. Ich dachte, wir sind bald durch. Boy, was I wrong. Und nicht falsch verstehen, ich freue mich, dass es weitergeht. Ich hatte es halt nur anders gedacht. Wie soll man hier eigentlich als... Ja, doch, doch schon so, ne? Ja. Als Spieler ohne Feuerkugel wollte ich sagen, drüber kommen, aber passt schon. So, okay, hier runter. War das hier Howl? Hat mir hier gegen Howl gekämpft? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Könnte sein, dass wir hier gegen Howl gekämpft hatten. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, tatsächlich, ja. Ist da mein Kügelchen? Nee. Wo ist mein Kügelchen? Ah, weiter rüber. Hier ist mein Kügelchen. Aber wie mache ich das da jetzt rein? Okay, der macht es schon mal nicht auf. Mit was kriege ich das auf? Aua. Mit dir? Komm mal mit. Okay. So, jetzt ist hier irgendwo ein Viech zum Quatschen. Ha, hier. Ja, ach, Ki ist hier, okay. Hi, Ki. Kehr um, Geist, solange du noch kannst. Boah, danke fürs Gespräch, Ki. Gut, aber mit hier haben wir uns ja eh schon. Die ist ja eigentlich im Dorf mittlerweile. Einfach mal wieder kurz hierher aufgetaucht. Gut, gut, dann haben wir mit Ki gesprochen. Das war sehr spannend. Hier in dem ganzen Abschnitt ist nichts. Ja, aber denn ich verstehe. Schaut mal. 86% stiller Wald. 86% und es ist nichts mehr eingezeichnet. Ich dachte, ich habe jetzt alle Geheimnisse eingezeichnet bekommen. Ja, scheinbar nicht. Außer hier zählt der ganze... Außer das zählt alles noch zum stillen Wald dazu. Weiß ich ja nicht. Aber ich denke nicht. Ich denke, das ist dann dieser Trauerkamm. Ja, okay, keine Ahnung. Dann holen wir uns jetzt die Kügel hier, oder was? Komme ich da am schnellsten hin?
Oh, das ist so ein einzelnes Ding einfach, was wieder fehlt. Na komm, machen wir von hier. Aber ich verstehe nicht, woher die restlichen Prozente kommen sollen. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich total. Okay, das verwirrt mich auch. Passen auf, ja. Also, da, wir müssen immer noch das Licht zur Weide zurückbringen, ne? Sonst geht hier überhaupt nichts weiter. Okay, ist in Ordnung. Hier geht auch nichts mehr. Wolochs Grab, könnte man sagen. Nein, nicht Grab, aber Gedenkstätte. Das haben wir nicht geholt. Okay. So, jetzt müssen wir eh hier runter, ne? Ja. Das heißt, wir können jetzt auf dem Weg nach unten gerade dieses Ding hier mitnehmen. Oh Mann. Bewegt man sich ja wirklich schnell von A nach B. Aber es ist halt trotzdem nervig, dass man so lange braucht. Aber ja, was, wie soll man es anders machen? So, man kann jetzt ja schlecht ein Feature erstellen, dass man sich an jeden Ort jederzeit teleportieren kann oder so. Keine Ahnung. Das ist dann halt schon übertrieben. Okay, wir sind hier. So, da oben irgendwo. Ah, ja, hier ist einfach Wind. Der aber nicht ausreicht. Ja, vielleicht reicht er, wenn ich von unten nach oben... Oh, hi. Wir haben noch nie das Nest verlassen. Hier oben ist es anders. Nicht zu dunkel, nicht zu feucht. Wir vermissen unser Netz. Und dann geht er wieder runter. Niemand hält dich auf. Wie komme ich jetzt da hoch? Hä? Hä? Habe ich gern gemacht. Kannst du mir erklären, wie ich da hochkomme? Also ich meine, selbst mit so einem Feuerding... ist ja hier Schluss. Oder? Oh doch, das könnte gehen. Okay, krass. Ah, nicht so? Nee. Das reicht ja nicht. Also, wenn ich es so mache, reicht's nicht. Und wenn ich so mache, lädt er nicht auf. Das reicht nicht mal ansatzweise.
Da muss es irgendeinen Trick geben. Ich gehe jetzt mal runter. Oh. Oh. Ob ich, wenn ich von ganz weit unten nach oben schieße, ob ich dann schneller bin oder so? Wirkt jetzt nicht so wahr. Hä, wie kommt man da ran? Ich meine, es ist nur ein Lichtgefäß. Es ist jetzt nicht storyrelevant, aber... Wieso bin ich so... Oder fehlt mir... Bekomme ich am Ende hier eine Fähigkeit, die so eine Art Doppel-Mehrfachsprung ist? So ein Dings-Move? So ein... Hier... So eine Screw-Attack quasi? Kann das sein? Dass ich hier wirklich noch nicht rankomme? Also selbst mit allem, was ich habe, komme ich da nicht ran? Ist das denkbar? Ich werde es mir mal merken und ja... Gut, das Ding können wir uns auf jeden Fall holen. Das war ja hier damals alles finster, ne? Deswegen konnten wir da überhaupt nichts machen. Jetzt sieht die Lage ja schon anders aus. Egal. Okay, wohin jetzt? Lol. Hat er mich noch erwischt? Frech. An sich ist hier den ganzen Weg jetzt erstmal nichts. Das heißt, ich kann mich auch porten. Du brauchst gar nicht angreifen. Ich portiere mich eh gerade weg. So, dann holen wir uns den Samen als erstes. Der ist besonders wichtig. Der ist einfach hier unten. Okay. Ah, diese Dinger, ne? Bin ich jetzt richtig gelaufen? Natürlich nicht. Ach, wie ich das immer falsch interpretiere, ey. Unglaublich. Oh, okay, da muss ich von der anderen Seite ran. Mamma mia. Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass der leichteste Weg zu sowas nie der richtige Weg ist. Also einfach jetzt nach links, rechts und runter. Okay. Mann, Mann, Mann. So, und jetzt einfach nur runter und die nächste links. Das ist alles. Ja, wenn es dann die nächste gibt irgendwann. Oha, wie viel Energie wir schon brauchen, um uns voll zu machen, ist auch crazy. So, hier rüber irgendwo, wa? Ah, hier rein, okay. Ja, easy. Da ist der letzte Samen. Perfekt. Oder raus da, raus da, raus da. So. Dann können wir zumindest die Aufforstung heute noch beenden. Hier drüben ist nix. Hier ist noch ein Gorlik-Erz. Da ist noch ein Lebensding. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Nein. Okay, auch das werden die 87% nicht sein. Das werden nicht die 87% sein. Das weiß ich jetzt schon. Also auch da gibt es wieder Dinge, die noch nicht erledigt sind. Aber ich weiß natürlich nicht, was für Dinge das sein sollen.
Ja, das war easy. Wenn man es weiß. Wenn man es weiß, war das easy. Und hier das, da muss ich noch holen. Okay. Oh, und den... Ach nein, den müssen wir ja auch machen. Ja, jetzt ist immerhin hell. Ja, okay, das wird niemals so entlang und dann da hoch sein. Wahrscheinlich da unten lang und dann... Ach, ja, komm, gucken wir uns an, was soll's. Let's go! Jetzt geht's erst runter, ne? Ja. Und dann hier hoch. Okay. Okay, aber es sieht eigentlich recht kurz aus. Mal schauen. Oh, 35. Das ist nicht die Definition von meinem Kurz. Oh, hier rüber. Willst du mich verarschen? Ich hab's einfach auf Anhieb geschafft. Okay. Nehme ich. Nehme ich. One-Hit-Wonder. Alles klar. Kein Problem. So, und jetzt sind wir auch genau da, wo wir hoch müssen. Ah, dann muss das über den Weg gehen. Okay, alles klar. Ja, da ist es auch schon. Sehr schön. Nice. 100%. Hier haben wir 100%. Okay, warum fehlt da... Wo? Das muss doch dann hier irgendein Abschnitt sein. Keine Ahnung. Na gut. Okay, zack. Dann jetzt noch Samen abgeben. Samen abgeben. Muss ich jetzt, wenn ich eh diese Lebensdinger habe, eigentlich noch die 3000 hergeben für die Karte? Oder nicht mehr? Also, gehört das? Es gehört bestimmt zu den 100% des Zeug zu kaufen. Was hast du mir zu erzählen, nachdem alles neu ist? Diesmal hast du es wirklich geschafft. Die Vereinigung des Lichts muss etwas Gutes bedeuten, aber das Beben der Erde und dieses Lichter am Horizont. Und Schrieg wurde auf dem Trauerkamm gesichtet. Da möchte ich sich selbst der tapferste Wanderer ein Nest suchen und abwarten. Ja. Finale. Oh, okay. Wir gehen einmal ganz schnell Karte kaufen. Moin. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Erkundungsstelle, weil das ist es vielleicht nicht mal. Ja, das haben wir doch, das wissen wir doch schon. Das wissen wir doch schon. Okay, man muss es nicht mehr kaufen. Gut, das hat er automatisch aktiviert. Finde ich gut. Aber das heißt, er sagt auch nichts mehr zum Kartenfragment, was wir zusammengesetzt haben. Okay. Na gut. Das bedeutet jetzt aber auch, dass wir sämtliche Waffen kaufen können. Oh, Moment. Der muss doch jetzt die neuen Sachen haben, oder? Hier fehlen immer noch 4 Stück. Ach, ich bin ein Doofkopf. Leute, ich bin so ein Doofkopf. Das ist natürlich ein Upgrade von dem. Ich kaufe Wache und dann schalte ich das hier frei. Ich bin so eine Nudel. Ich bin so eine Nudel. Da sind Striche. Das ist ein Upgrade. Natürlich muss man erst das kaufen und dann schaltet man das andere frei. Ich bin so ein Trottel. Zerstört instabilen Boden. Das haben wir zum Beispiel nie genutzt. Mächtiger Speer aus Licht. Das ist doch wie das hier eigentlich. Ja, okay. Ach so, es ist... Ah, man hat halt die Wahl gehabt, ob man das so machen will oder so machen will. Ja, okay, ich verstehe schon. Gut, aber jetzt erstmal dann. Let's go. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit der Wache. Ja, okay. Erstmal die kleinen Sachen. Na komm.
Wir sind genau auf null. Krass. Okay. Was haben wir jetzt gekauft? Wache haben wir gekauft. Und Geisterstern. Ich will es mir nur mal kurz angucken, was die so können. Ah, das ist die Wache. Okay. Ja, die hat gut funktioniert. Aber gut, es ist ja auch kein Gegner da. Was soll sie tun, die Wache dann? Und kostet immer so ein ganzes Ding. Okay. Und dann das andere. Ah, so ein Bumerang. Ja gut. Ist bestimmt eine starke Waffe, so. Keine Frage. Aber ich habe halt meine eigentlich... Ich habe halt meine freien Attacken schon. Deswegen habe ich auch gesagt, ich brauche das Zeug nicht. So, letzter Samen. Let's go. Freuden der Feuermotte. Dann fangen wir an. Ah, jetzt kommen solche Dinger dazu, okay. Hast du jemals eine Feuermotte gesehen? Wunderschöne glühende Kreaturen. Sie können Lichtfängern nicht widerstehen. Sie fliegen von Knospe zu Knospe und folgen dem Licht. Diese Lichtung wurde zu meiner Zuflucht, als ich meinen alten Garten dem Eis überlassen musste. Doch der Garten war klein und abgeschieden. Niemand außer mir konnte sich an ihm erfreuen. Jetzt erblüht ein neuer Garten auf der Lichtung und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Danke, Geist. Nice. Wir haben alles getan. Und dafür nochmal 1000 bekommen. Okay. Ich glaube, was Neues zum Betreten haben wir dadurch nicht bekommen, weil man kam da eh schon überall hin. Ne? Jetzt fehlen uns nur noch die Gorlek-Dinger. Ja, aber jetzt hängen hier halt die Dinger auch noch rum. Jetzt hat man noch mehr Bewegungsmöglichkeiten hier. Ist ja in Ordnung. Ja, jetzt kommt man hier noch leichter hoch, wenn man das möchte. Aber wir waren hier überall schon. Wir waren hier schon, als es noch schwer war. Sehr gut. So muss das sein. Okay. Ah, warte, ich kaufe mir das Feuer noch. Dann haben wir nämlich schon mal jede Waffe. Ah, nee, noch nicht jede Waffe. Den Stachel haben wir noch nicht. So. Und hier wäre dann, lade eine Flamme auf, um alle Gegner in Sichtweite in Brand zu setzen. Das klingt schon nice. Na? Schauen wir uns mal Feuer auch noch an. Da, Flamme. Ah, das ist so ein Schock, also so eine Schockattacke. Ich verstehe. Mit Sicherheit coole Attacken hätten man bei Bossen bestimmt auch nutzen können, aber ich habe halt so mein Kampfmuster schon gehabt. Warum sollte ich dann da groß nochmal was anderes draus machen, ne? Okay, speichern. Haben wir jetzt hier noch irgendwas, was wir ganz schnell erledigen können? Ansonsten würde ich den Part beenden. Ach, guck mal, hier unten. Ja, okay, die holen wir uns schnell. Die holen wir uns schnell. Sowas meine ich zum Beispiel. Na, wenn ich jetzt irgendwas sehe, was noch ganz schnell geht. Machen wir es beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.